Bei dieser Torschussübung wollen wir auch verschiedene Aspekte in der Vorarbeit schulen. Nach einer Auftaktbewegung und einem Klatschen lassen soll sich der Spieler seitlich lösen und erneut den Ball in den Vorderfuß fordern. Danach zieht er in die Mitte und soll mit einem einfachen Ausfallschritt das Hütchendreieck ausspielen. Achtet hier beim Coaching auf die schnellen Bewegungen und den Blick zum Ziel. Gerade auch vor dem Ausfallschritt soll der Spieler nochmals Geschwindigkeit aufnehmen und dann rechtzeitig, eine Körperlänge im Voraus, mit dem Trick beginnen. Auch die Details des Lösens sollen nochmal angesprochen werden, wie sich der Körper richtig zu bewegen hat. In einer gesteigerten Variante bleibt die Grundidee gleich. Jedoch erhöhen wir hier den Druck auf den Spieler, indem wir einen Verteidiger starten lassen, der ihn nach dem Prallenlassen jagt. Hier zeigt sich, dass die meisten Versuche so enden, dass die Stürmer nicht mehr ins Zentrum ziehen. Genau das soll aber trotz des Druckes passieren, um auch den Verteidiger im Zentrum zu binden. Zieht der Stürmer nicht ins Zentrum, sinkt die Chance, in eine gute Schussposition zu kommen.